Ist es schwer, mit Kindern zu drehen? Ja, es könnte es schwer sein, wenn man ein echtes Kind hat. Aber wir haben ja nur Puppe als Kind genommen, weil Kinder gibt es ja hier leider nicht im Dorf, mit denen man drehen kann. Also haben wir eine Puppe als Baby genommen. Aber es war schwer, bloß man musste versuchen, laut und deutlich zu reden. Schau mal, hier ist ein kleiner Bär, mit dem du immer gerne spielst. Oder auch kuschelst, wenn du im Kinderbett liegst. Schlaf, Kind, schlaf. Dein Vater hüte dich scharf. Deine Mutter tötet das Bäumelein. Der Väter hat ein Träumelein. Schlaf, Kindchen, schlaf. Ja, wenn das Kind im Kinderwagen weint, nimmt man das auf dem Arm und schaukelt das ein bisschen, dass es sich dann berührt. Und wenn es müde wird, dann legt man das hin und streicht ein bisschen. Und dann ist es auch ruhig und man streichelt noch die Wange ein bisschen, wenn es schläft. Und dann... Das ist alles gut, du machst jetzt eine kleine Pause, schläfst ein bisschen und nachher später, nach dem Kaffee, komme ich nochmal gucken und gucke, ob du auch zu schlafen hast. Schlaf gut. Wie schwer ist es, einen Kampffilm zu drehen? Ja, es ist schon anstrengend, sage ich mal. Mit gewisser sportlicher Fitness muss man mitbringen und eine gewisse Ruhe und Genauigkeit. Leute, sag ich mal, jetzt nicht so verletzen, dass man es, wenn der Trainee sitzen würde, nach dem paar Szenen, der glaubt, dann würde man ihn gar nicht wiedererkennen. Aber es ist anstrengend, macht aber auch viel Spaß. Und man muss auch eine gewisse Ausdauer haben. Ja, und das geht auch auf die Pumpe und so, ne? Aber allgemein so, Kampfszenen finde ich gut. Ich war mal in Judo-Verein drin und alles perfekt so. Ja, wir haben auch einen guten Coach-Manager gehabt, das ist Uwe gewesen. Und der hat uns gut beraten. Ja, sag ich mal. Also Fachmann. Also das heißt, ihr habt daran Spaß gehabt. Ja. Was ist das Besondere an Arbeiten mit Tieren? Besonders mit Pferden? Der Vertrauen muss da sein, die Ängste dürfen nicht gezeigt werden und... Man darf auch keine Angst haben von den Pferden. Man muss auf die Pferde zugehen und versuchen, mit den Pferden zu reden, dass sie dann auch wissen, okay, er ist gut zu mir. Und ja, das wirst du schick gemacht für die Kamera. Naja, wir haben... Erstmal sind wir eine Runde mit Johnny um den Platz gegangen, eine Runde. Dann sind wir, also über die Stangen sollten wir mit Johnny gehen, haben wir auch gemacht. Dann sind wir im Slalom, erst durch die Menschen durch, immer von einer Seite zur anderen Seite. Und dann haben wir nachher versucht, mit Greta's Rede auf dem Pferd raufgehen. Er ist heraufgegangen auf die Treppe, wo die Leute auch mal raufgehen, wenn sie raufsteigen. Dann ist er raufgegangen, dann ist er raufgesprungen auf dem Pferd, danach dann gleich wieder runter.
Dann haben wir es nochmal gemacht, der ist drauf geblieben, dann bin ich 2 Schritte mit dem Pferd gegangen und die ist dann drauf sitzen geblieben und jetzt ist dann wieder runtergesprungen. Mit Neckerlis natürlich, ne? Also mit Schokolade bestochen. Dass sie auch sitzen macht auf der Treppe. Oder ein paar Mal mit Neckerlis bestochen, dann ging es dann auf das Pferd. Auch wieder hoch und runter, dann wieder hoch, wieder runter. Und dann blieb er einfach mal sitzen. Und dann hatte Christine ein paar Schritte gemacht und wir sitzen geblieben. Also müsst ihr die Tiere, also den Hund sozusagen, mit Leckerlis bestechen. Ja. Könnt ihr euch doch vorstellen, ohne Leckerlis auszukommen? Nee, das wird den Hund nichts. Also wenn der Hund das macht und der kriegt kein Leckerlis, das wird er dann nicht normal machen. Man muss mal beim Tanzen beachten, wenn man ein Tanzvideo dreht. Na, am ersten, die, das Beste, also wo man tanzen kann, zum Beispiel auf einer Bühne oder im Freien, je nachdem, die passende Musik muss gefunden werden. Man kann ja auch nicht bei jeder Musik tanzen, sage ich mal, es gibt ja auch bestimmte Musikrichtungen, wo man sagen kann, man muss sich erstmal einfuchsen, und dann sagen kann, okay, und dann einfach laufen lassen, sage ich mal.